Fall Guys, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, es geht ein bisschen weiter mit der Session, die ich Ende September angefangen hatte. Das war schon ein Tag, bei dem ich gefühlt gar nicht mehr aufgehört habe, aber wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch und ich wollte eben das Level 100 haben. In der Runde von heute und auch in den nachfolgenden ist etwas geschehen, was mich ziemlich beschäftigt, man muss eigentlich sagen, verletzt hat. Man könnte meinen, ich bin am Ragen gewesen, aber ich war ziemlich getroffen oder wie man sagen möchte, weniger persönlich, sondern mehr ob der Tatsache, dass ich halt einfach immer wieder schockiert bin, was es für Leute gibt und was selbige lustig finden oder meinen tun zu müssen. Mehr möchte ich dazu aber gar nicht sagen. Schaut es euch einfach an, was gegen Ende oder am Ende passiert und darüber spreche ich dann auch in den nachfolgenden Runden. Aber für den Moment schicke ich euch jetzt einfach mal in die 145. Solo-Runde. Chronologisch ist es ein kleines Jubiläum, die 200. Episode, das 200. Turnier und wünsche dazu, wie immer, viel Chaos und viel Spaß. So, meine Freunde, es geht weiter. Wieder ein Match mit nur 40 Spielern. Aber das kann ich mir nicht aussuchen. Aber der Samurai winkt, meine Freunde, der Samurai winkt. Weil das ist noch ein Level, dann bin ich 90 und dann mache ich mal eine Pause. Und dann frage ich meinen Kumpel. Ich kann zwar nicht versprechen, dass das wirklich stattfindet. Das hat er nämlich gestern gesagt. Er ist leider so ein Kumpel, der mal Hü mal Hot sagt. Aber ich werde ihn fragen. Ansonsten müsst ihr mit mir alleine halt vorlieb nehmen. Und dann machen wir die letzten 10 Level. Ich habe übrigens meine Plakette mal geändert. Mir ging dieses Goldene auf die Nerven. Grüne 3, Fokusnüsse 2. Mir ging das Goldene auf die Nerven. Man hat es so schlecht lesen können. Ich habe jetzt mal was Neues genommen. Ich glaube, das war sogar aus dem diesjährigen Battle Pass. So ein Schwarz-Totenkopf-Gedöns. Was sagt er? 2 Fokusnüsse. Ja, schwarzes Battle Pass-Ding. Ich meine, man sieht es eh nur, wenn ich gewinne. Und die anderen sehen es halt. Aber, ach, naja. Ich konnte das nicht mehr sehen, weil ich es so schlecht lesen kann. 4 Kokosnüsse und 2 Birnen. Das war das eine. 4 Kokosnüsse, 2 Birnen. Ich mag immer so Plaketten, wo man gut lesen kann. Okay. 4 Kokosnüsse, Nüsse, 2 Birnen. Bananen sehe ich 2. War schwer. Schwer, schwer, schwer. Bananen. 3 Bananen. 3 Bananen. Ne, 4 Bananen. 4 Bananen, 3 mal Lilla und 2 so Birnen. Also 4 Bananen, 3 mal Lilla, das merke ich immer. 4 Bananen, 3 mal Lilla. 0. Oh Gott. Das Grüne, der Drachenvogel, was ist das, wo ich stehe, oder? Und sie sind fast weg. Ja, ich wollte sagen, da war. Heißt das Drachenflug? Weiß es nicht. Da waren auf jeden Fall keine. Da sind nur ein paar weg. Nach 2 Runden. Thema. Mal schauen, was kommt. Da müsste der Samurai jetzt droppen. Sehr nice. Sehr nice. Das war echt traurig, wo ich gesehen habe, Saison ist rum und ich dachte mir nie im Leben von 28. Na gut. War ich jetzt so gerne noch 2-3 Quests, aber lassen wir das. Ah. Vor allem Weeklies. Mann. Warum haben sie aber auch die Season Quests gelöscht? Da war ich noch nicht fertig. Hätte ich auch gemacht. Aber die haben sie gelöscht, als das Ding eigentlich hätte enden sollen. Nämlich mal Ende August. Also ich glaube, hier könnte ich es hinkriegen mit dem Falle. Wenn jetzt nicht einer mir ein Bein stellt im wahrsten Sinne, das schaffe ich ja nicht mehr. Das kommt immer schon. Oh, Melone ist aber das. Das Emote ist zu entschuldigen. Ja, das ist halt voller Trottel teilweise das Spiel. Entschuldigung, ist aber einfach wahr. Vielleicht ist er auch gerade rausgekommen, trotzdem gerne. Weil, warum haben die Emotes jetzt instant aufgehört? Ich würde mich totlachen, wenn er jetzt rausgeflogen wäre. Weil der war die ganze Zeit auf der rechten Seite. Hm, das ist nicht gut, wenn sowas schon losgeht. Dann kriegt man sich oft nicht mehr gesettelt. Ich muss mal ein bisschen von dem weg, der ist dann mit dieser Tröte da drüben. Ich gebe gerade schon wieder alles. Bin ich wieder am
Das reicht nicht. Jetzt rutschen die irgendwie gleich ab. Jetzt geh wieder Hausaufgaben. Sie müssen aber auch so Tröten-Emotes rausgehauen haben. Irgendwann müsste auch ein Counter losgehen, weil das geht echt ewig. Ja, oh Gott. Was ist denn jetzt mit Counter? Obwohl, dann gab es gestern, glaube ich, schon. Irgendwann ist es halt aus. Counter gibt es nämlich, glaube ich, keinen. Weil, ja, ich würde sagen, ewig kannst du es nicht. Haben sie das jetzt rausgepatcht oder ist das ein Glitch, dass da kein Counter mehr anfängt? Ich versuche schon alles, Freunde. Es waren gerade mal 3 Stück, die ausgeschieden sind. Da kommt mindestens noch ein Spiel und dann erst Finale. Aber ich versuch's schon. Ja, das ist, gibt's EP satt. Das gibt EP satt. Was ja auch noch möglich ist, aber das habe ich jetzt nicht gemacht und das werde ich vermutlich auch nicht machen, aber falls ich jetzt heute Abend irgendwie Level, was weiß ich, sag mal 97 bin und ich denke mir, ich muss sowas von ins Bett, ich kann es nicht ändern, man kann auch mal ein, zwei Level kaufen. Ein Level sind 100 Showbucks, ich kann es mir leisten. Nicht, dass ich das machen würde, weil ich finde es sinnlos. Ein Level sind 2 so Turniere. Aber falls ich denke, okay, ich muss jetzt ausmachen und mir fehlen noch 2 Level, kann ich es euch notfalls auch kaufen. Habe ich nicht vor, aber gut zu wissen, dass es einen falschen gibt. Ich warte mal, bis die ersten gesprungen sind. Es gibt keine Sweeper, gell? Was es irgendwie deutlich einfacher macht. Für mich auch. Ja, das ist gut, danke. Ja, das hat er jetzt absichtlich gemacht. Ja, okay, jetzt habt ihr mal gesehen, was teilweise, weil das werde ich auf keinen Fall senden, was teilweise passieren kann, wenn Leute meinen, sie müssen toxisch sein. Ja, lustig. Wir haben alle so gelacht. Ja, schreibt ihm einfach, wie er das jetzt fand. Ich werde das auf jeden Fall senden. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er mich festhält. Ich habe das jetzt schon als sichere Quali gesehen. Aber das kann ich euch mal zeigen, damit ihr auch mal seht, was es da für Idioten teilweise gibt. Gott, haben wir gelacht. Auf jeden Fall ist das der Samurai.